Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von Tropical Green. Grüner wird's nicht heute mit dem voraussichtlich letzten Beitrag aus der Kräuteranzucht-Ecke. Wieso der letzte Beitrag? Die Kräuter sind jetzt groß genug, zumindest die meisten, dass ich sie auspikieren kann und ich diese Fläche dann oder diese Ecke dann dazu nutze, meine Tropenaussaaten weiter zu kultivieren oder hinzustellen, bis sie gekeimt sind. Dieses Video besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil behandelt den Aufbau dieser ganzen Geschichte und der zweite Teil im zweiten Video beinhaltet dann, welche Pflanzen hier sind und dass ich die demnächst dann pickieren werde, logischerweise. So, also beginnen wir mit dem ersten Teil, dem Aufbau. Der Aufbau ist relativ simpel. Das Ganze besteht hier aus einem Holzregal, einem ganz einfachen Holzregal, wie man es sehr häufig in Baumärkten oder in Möbelhäusern findet. Kostet zwischen 15 bis 20 Euro. Dieses Regal war genau in der Mitte bei 17 Euro. Hier hinten habe ich mit zwei Holzlatten mir eine Konstruktion gemacht, sodass ich einmal auf der vorderen Latte die Glühbirnen oder die Leuchtmittel anbringen kann und die hintere Latte sozusagen als Gegenfixierung ist, sodass ich dann die Kabel von den ganzen Geschichten hier ein bisschen verstecken kann. Und der nächste Vorteil ist, auf der Seite ist logischerweise eine Schraube und auf der Seite ist eine Schraube. Wenn ich die Schrauben löse, kann ich das Ganze in der Höhe verstellen. Musste ich momentan noch nicht. Beim Thema Basilikum, Petersilie, Schnittlauch, Knoblauch, Melisse, Koriander, Koriander nicht, das ist ein Sonderfall, Rosmarin und Lavendel funktioniert das an sich alle super. Von der Höhe passt das sehr gut. Beim Thema Chili, man sieht es da hinten an der Pepino-Melonenbirne, gut, die wird jetzt noch ein bisschen abgedeckt durch den Schnittlauch hier, wäre das ein bisschen zu wenig Licht. Dahin müsste man ein bisschen höher setzen und höher setzen ist ein gutes Thema. Den Koriander hatte ich beim letzten Mal hier unten stehen, dann ist er ziemlich geschossen, hatte viel zu wenig Licht und allein diese knappen 5 cm haben voll ausgereicht. Zu den Leuchtmitteln selbst, dabei handelt es sich um Energiesparbirnen mit einer Leuchtleistung einer 100 Watt Glühbirne, allerdings verbrauchen sie ja nur 20 Watt. Ich habe auch noch eine LED-Birne oder ein LED-Panel, das ich jetzt noch nicht so komplett ausgetestet habe, was ich aber die nächsten Tage auch machen möchte und euch darüber berichten möchte. Die Erfahrungswerte mit Leuchtstoffröhren oder eben Energiesparbirnen, wo die Technik ziemlich vergleichbar ist, ist in Bezug auf Pflanzen sehr positiv. Also man braucht nicht unbedingt eine spezielle Pflanzenlampe. Es reicht eben auch eine Energiesparbirne oder auch eine Leuchtstoffröhre. Die funktionieren bei Orchideen, bei Kräutern, Gewürzen, Gemüsepflanzen. Ihr seht das ja, es funktioniert an sich super. Selbst der Schnittlauch, der hat ein normales Wuchsbild. Beziehungsweise das ist ja der Knoblauch. Und das hier vorne ist der Schnittlauch. Also die haben ein sehr gutes Wuchsbild. Die schießen nicht, die entwickeln sich normal. Wenn sie geschossen wären, würden sie nicht so stabil stehen. Also ihr seht, diese ganze Geschichte funktioniert. Selbst für die Stecklingsanzucht von Rosmarin funktioniert das. Ja, im Hintergrund seht ihr, ist so eine metallbeschichtete Folie. Ihr kennt die aus den Erste-Hilfe-Sets. Ich hatte da relativ viele übrig, also habe ich mir gesagt, einmal die Seitenwand mache ich mit der Folie, die Rückwand mit der Folie, damit der Lichtverlust, der nach hinten geht, nicht verloren geht oder nicht vorhanden ist, sondern wieder nach vorne gestrahlt wird. Man kann das Ganze dann auch noch verkleiden. Das war der ursprüngliche Aufbau. Man sieht das hier, hatte ich hier vorne und auch hier in der Ecke. Das habe ich jetzt, damit ich die Beiträge machen kann, entfernt. Wenn man jetzt hier vorne noch eine Folie dran machen würde, man kann sie ja so machen, dass man sie wegmachen kann, hätte man noch mehr Licht hier im System, sage ich jetzt mal. Dann wäre das, wenn das jetzt im Wohnraum oder sonst wo stehen würde, auch gar nicht mal mehr so störend, weil diese Folie doch einiges an Licht drin hält und weniger nach draußen kommt. Ja, das war an sich so der ganze Aufbau. Noch ein letzter Tipp, auch eine Folie nach oben, also hier nach oben machen, damit einfach auch das Licht, was nach oben kommt, hier unten ist. So habt ihr dann sozusagen ein Anzuchtregal und ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, ihr noch Fragen oder Anregungen habt, runter in die Kommentare, hier runter.
Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, macht das. Wenn ihr andere Fragen habt, ich beantworte euch gerne alles. Macht es ruhig kompliziert und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Beitrag, denn da geht es dann darum, was hier im Regal wächst. Bis dann und ciao.